Guten Abend, liebe Gäste. Ich eröffne die Pressekonferenz nach dem Spiel der DKB Handball-Bundesliga TuS Lübbecke gegen die SG Flensburg-Handewitt. Endstand 26:31. Ich begrüße die anwesenden Herrschaften der Presse und hoffe natürlich auch, dass wir gut zu sehen und zu verstehen sind rund um die Halle. Zu meiner Linken Lubomir Franjes, Trainer der SG Flensburg-Handewitt. Zu meiner Rechten ist Dirk Beuchler unser Trainer. 1538 Zuschauer hatten wir heute in der Merkur Arena. Ich glaube, die nicht da waren, haben heute ein interessantes Spiel verpasst. Es war ein schönes Spiel. Und Lubomir, das erste Wort gehört dir. Ich glaube, wir haben euch heute ein bisschen geärgert. Ihr musstet hart kämpfen. Absolut. Ich meine, kannst du ein bisschen anziehen? Ja, ihr musstet hart kämpfen. Ja, okay. Hart kämpfen und erstmal guten Abend. Ja, ich bin wirklich zufrieden, dass wir hier gewonnen haben heute. Ich fand unsere erste Halbzeit die schlechteste Halbzeit von meiner Seite, also von unserer Mannschaft diese Saison. Ich sah eigentlich nur Glandorf, der ein bisschen Spritzigkeit im Bein hat, sonst habe ich nur müde Beine gesehen. Und dann ist das schwer, kann ich sagen, egal wo zu spielen. Das habe ich auch vor dem Spiel gesagt, dass es sehr gefährlich ist, wenn zwei Leistungsträger von der gegnerischen Mannschaft fehlt, dann hat früher auch passiert, dass dein Kopf nicht 100% mit ist auch. Und plus schwere Beine, dann wird das schwer. Ich finde, dass wir eine bessere Mannschaft haben, aber ich finde auch, dass Lübecke heute wirklich gezeigt haben, dass das reicht nicht nur besser zu sein, man muss auch alles anderes mithaben. So, ich kann und ich lobe auch die andere Mannschaft heute. Richtig gut gemacht, die jungen Spieler da, was die gezeigt haben, das finde ich super. Unser Glandorf war ja unser Held heute, kann man ja sagen. Und die zweite Halbzeit habe ich auch das in den Griff bekommen in unserer Abwehr. Da haben wir in der Halbzeit ein paar Sachen geändert. So, ich bin eigentlich zufrieden mit dem Programm, was wir gehabt haben, mit Kiel und Melsungen. Und jetzt ein Auswärtsspiel in Lübecke mit den zwei Punkten. Aber wir können viel besser. Und das werden wir auch in Zukunft versuchen zu spielen. Dankeschön. Danke, Lubo. Dirk, deine Analyse der 60 Minuten, bitte. Erstmal wunderschönen guten Abend. Glückwunsch an Lubo und an Flensburg. Ich denke, im Endeffekt war es der Sieg auch völlig verdient. Aber als erstes möchte ich erstmal meine Mannschaft loben. Sie hat heute sich sehr, sehr stark präsentiert, als Kollektiv präsentiert. Die Neuverpflichtungen junger Spieler haben gezeigt, dass sie Qualität haben, dass sie gegen so eine starke Mannschaft lange, sehr, sehr lange mithalten können. Ich denke, erste Halbzeit war von uns aus okay. Sehr gut. Ich glaube, einen Knackpunkt gab es dann, als wir relativ zwei Zeitstrafen hintereinander bekommen haben und Flensburg auf 3-4 Tore weggezogen ist. Aber dann hat sich meine Mannschaft wieder sehr gut berappelt, gut gedeckt und es ist wieder auf 24-25 rangekommen. Leider haben wir da es nicht geschafft, irgendwie mal einen Ausgleich zu schaffen oder das Spiel umzubiegen. Aber das spricht natürlich auch von der Qualität, die Flensburg hat. Und wenn man sieht, in Anführungszeichen, wie wenig Lubo heute gewechselt hat oder wechseln konnte, sieht man, wie stark unsere Leistung war, weil wir haben sie praktisch gezwungen, mit der stärksten Formation 60 Minuten durchzuspielen. Klar, am Ende fällt der Sieg vielleicht 1-2 Tore zu hoch aus, aber das ist dann auch normal, wenn man dann merkt, 3-4 Minuten vor Schluss, es geht nicht mehr und dann kriegt man vielleicht noch einen Fehler, ein Gegenstoßtor, wie wir auch heute bekommen haben. Ich kann meine Mannschaft nur loben. Leider ist es halt so im Sport, wir hatten nichts zu verlieren, dann ist es oft einfach. Aber ich hoffe, dass es gerade für die jungen Spieler ein Zeichen war, zu sehen, wenn man sich aufopfert, wenn man kämpft, wenn die Bereitschaft da ist, wenn man sich zusammen hilft, was man zusammen erreichen kann gegen so einen guten Gegner. Und ich hoffe, dass die Mannschaft das sieht. Gerade die jungen Spieler, sie mussten sich heute voll verausgaben, aber ist natürlich auch... Die zwei Punkte nimmt Flensburg mit, das heißt, wir haben zwei Minuspunkte mehr. Ich bin trotzdem zufrieden mit der Leistung. Wir müssen uns jetzt vorbereiten, am Sonntag ist das nächste Spiel in Baling, das wird schwer genug. Müssen wir uns gut regenerieren, dafür werden wir sorgen. Und dann hoffe ich, dass die Mannschaft sich so ähnlich präsentiert am Sonntag wie heute. Ich denke, die Stimmung heute in der Halle, auch wenn nur 1500 da waren, war sehr gut. Die haben die Mannschaft unterstützt, die Mannschaft ist... so wie ich mir das vorstelle, in Vorleistung gegangen, die Zuschauer mitgezogen. Leider hat es nicht gereicht, aber ich bin zufrieden. Schönen Abend noch, Dankeschön. Danke dir, Dirk. Gibt es Fragen an die beiden Trainer?
Oder ist im Moment der Informationsbedarf entsprechend gestillt? Alles gut? Alles gesagt. Okay. Wir haben noch einen Zwischenstand. Balingen-Wallstätten gegen THW Kiel, kurz vor Schluss 20-20 unentschieden. Da ist es also im Moment sehr, sehr knapp. Ja, das stimmt wirklich. Guckt man zweimal hin. Lobo, ihr habt ein strammes Programm. Ihr fliegt nach Katar zur IHF Super Globe, Weltmeisterschaft für Männervereinsmannschaften. Dazu alles Gute als Champions League-Sieger. Vertrete die deutschen Farben gut. Haben aber keine Bedenken. Und alles Gute natürlich auch für Dirk für die nächsten Aufgaben in Balingen am Sonntag. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend.